Ja, grüß Gott miteinander. Und zwar, wir sind gerade in einer Kirche in Theuma. Da haben wir vor 3 Wochen vielleicht verteilt. Und es ist schön, dass hier auch Gottes Wort auslegt, dass es praktisch ist. Genau, ich glaube, das ist die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aus 1. Mose 16, Vers 13. Ja, das dürfen wir wirklich sagen. Genau, jetzt sind die neuen Kalender gekommen. Die wollen wir dann auch wieder hier auslegen. Und genau, haben gerade die Einladung eben auch ausgelegt. Genau, am Samstag in einer Woche, am 21. Oktober, religiös, aber dennoch verloren. Da will man wieder einen Vortrag hören von Bruder Dieter Weinsdörfer hier in Oelsnitz. Könnt ihr auch gerne dafür beten oder Freunde auch einladen, wenn ihr da welche kennt, im Blauen und in Vogtland. Und genau, was ihr euch weitergeben wollt, genau, das war Erntedankfest. Auch das dürfen wir nicht vergessen, was der Herr für reiche Früchte bringt. Aber wir können anhand von Getreide erkennen, dass das erst sterben muss, dass es eben ja reiche Frucht bringt. Da kann man erkennen, wie viel das an die Ähren da dran ist. Also das ist einfach ein Wunder der Schöpfung, auch wie es die Bibel sagt. Und an dem Schild auch steht hier, Erstärkung für Geist und Körper. Auch das sieht man nicht in vielen Kirchen. Das ist einfach auch schön, dass sowas angeboten wird, dass man da Wasser trinken kann oder einen Apfel essen kann. Also das ist schon liebevoll vorbereitet. Nicht, dass das alleine rettet, aber dass der Mensch einfach gestärkt wird. Und diesbezüglich möchte ich da einfach aus der Heiligen Schrift vorlesen, aus Epheser 3, was wir da finden. Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ja, sind wirklich wunderbare Worte, die unsere Geist und Seele ja stärken. Hier kann man es eben erkennen, dass es ja äußerlich ist, aber im Geist gestärkt zu werden, das ist wirklich eine große Gnade zu sagen, jawohl, dieses Geschenk, das nehmen wir eben auch an, ja, was der Herr uns gibt. Und nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit steht in Vers 16 zu geben, seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen. Und das kann man erkennen, gerade wo so viel heute labil ist, dass der Mensch eben ja nicht gestärkt wird und dass er ja labil ist, dass es umso wichtiger ist für jeden Menschen, ja, im Geist sich stärken zu lassen. Und es ist der Reichtum seiner Herrlichkeit, was der Herr uns geben möchte, wie die Früchte hier, ja, die wo wir genießen können. So möchte der Herr uns innerlich stärken. In Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Genau, dass der Herr Jesus Christus in unsere Herzen wohnt, ist es eben wichtig, ihn aufzunehmen. Wenn wir Jesus Christus nicht aufnehmen und ihn nicht nachfolgen wollen, dann wohnt er nicht in unseren Herzen. Und dieser Prozess ist wichtig, dass wir den Herrn Jesus Christus kennenlernen, der uns einfach so stärken möchte. Er zwingt uns nicht, aber jeden bietet er das an, ja, gestärkt zu werden in Herzen, dass er in Herzen wohne. Epheser 3, Vers 17, schlagt eure Bibel auf, lest es nach. Wenn ihr keine habt, dann senden wir euch auch gerne eine zu, bei Gerettet um zu retten. Genau, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also bei mir ist es auch immer wieder so, in der Ungeduld zu sagen, Herr, schenk mir die Liebe, lass mich da gehorsam sein, dass die Liebe zunimmt und die menschlichen, die fleischlichen Gedanken abnehmen. Warum ist es so wichtig? Dass wir dazu fähig sind, wie es in Vers 18 sagt, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe sei. Ja, die ganzen Dimensionen, und im Himmel wird es noch mehr geben, aber hier können wir nicht mehr verstehen, wie diese Dimensionen und die Liebe des Christus zu erkennen. Ja, das soll hier unser Lebensziel sein, dass wir wissen, wer ist der Herr Jesus Christus, was hat er für uns getan, und dann immer mehr zu verstehen, wie sehr hat er uns geliebt, wo wir noch Sünder waren und immer noch Sünder sind, aber dass er sein Leben hingegeben hat für uns.
Ja, dass wir in Frieden mit ihm leben können. Was für eine Gnade, ja, das so zu begreifen, diese Liebe, dass wir das wirklich erkennen dürfen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ja, da würde er sich so freuen, wenn er uns so, ja, so nah an uns rankommt, dass wir die ganze Fülle Gottes verstehen, die einfach, ja, mehr ist wie ein paar Äpfel oder eine Flasche Wasser. Ja, wie wunderbar ist es, dieses Wort Gottes zu lesen und zu genießen und zu sagen, jawohl, das stärkt mich jeden Tag, da lasse ich mich erfrischen durch Gottes Wort in Geist, und Geist, vom Geist dringt es dann auch in Körper über. Der Herr Jesus Christus segne Sie an den heutigen Tag. Lassen Sie sich beschenken. Und zum Abschluss wollte man noch sagen, auch hätte ich fast vergessen, aus 1. Korinther 6 steht geschrieben in Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in euren Geist, die Gott gehören. Ja, bei den Gläubigen gehört es Gott. Wir sollen in den Leib und den Geist genau verherrlichen. Und das ist gar nicht so einfach, welche Voraussetzungen das da vorher geschrieben sind. Da kann man einfach nur lernen, weil der Herr uns schützen möchte. Ja, selig ist, wer die Worte liest, wer sie versteht und wer sie auch umsetzt. Ja, wollen wir gemeinsam lernende sein von Gottes Wort. Amen. Shalom.